herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Eisenbach-Schollach. Am Montag, den 18. November 2019 gegen 19.45 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann mit seinem BMW die Kreisstraße im Ortsteil Schollach, als er mit einem auf der Fahrbahn befindlichen Rind frontal kollidiert. Die Jungkuh hatte sich kurze Zeit zuvor losgerissen, durchbrach den Weidezaun und lief nach Mitteilung der Polizei danach auf die Fahrbahn. Der herannahende Autofahrer erblickte das dunkle Tier zu spät und konnte nicht mehr ausweichen. Er erfasste die Kuh frontal, woraufhin diese über das Autodach geschleudert wurde. Der Fahrzeugführer zog sich durch den Unfall schwere Gesichtsverletzungen zu und musste in eine Spezialklinik nach Freiburg eingeliefert werden. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Kuh berappelte sich nach dem Vorfall, stand auf und ließ sich wieder in den Stall verbringen. Sie kam mit einigen Blessuren davon. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen des Unfalls, sich zu melden. Die Kontaktdaten finden Sie in der Videobeschreibung. Wenn die Nachrichten gut rübergebracht worden sind, ich freue mich auf ein Däumchen nach oben. Sie haben die Möglichkeit, den Kanal Schwarzwald TV kostenfrei zu abonnieren. Dazu einfach rechts unten aufs Logo klicken und die Glocke aktivieren nicht vergessen. Dann erhalten Sie jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video oder Livestream online geht. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Beitrag und tschüss. Danke fürs Dabeisein und weg bin ich.